So, wir haben jetzt nicht 5 vor 12, sondern schon 3 vor 12. Und verbringen die nächste Stunde mit 2 Themenbereichen. Das eine ist, ich möchte euch noch 3 Metaperspektiven deutlich machen, die wir brauchen, um das gesamte Denken, wie ich überhaupt an Konzepte drangehe, nochmal deutlich zu machen. Und danach will ich einiges darüber sagen, warum überhaupt Kultur. Ja? Und heute Nachmittag, glaube ich, dann eher nach der Mittagspause, würde ich dann mit dem Thema Führung anfangen. Da kommen wir dann auch von dem Einsparen tiefer. Und das hat dann, glaube ich, noch eine direktere Anbindung an das, was ihr in dem Thema eh macht. Aber immer natürlich Perspektiven erweitern. Gut, Metaperspektiven. Ich habe in den 80er Jahren ein Buch gelesen von einem George Steiner, der ein berühmter Kulturwissenschaftler ist. Damals, das war ein linguistisches Buch, ich glaube, ich ging über den Liebesroman des 19. Jahrhunderts oder sowas. Ich habe es deswegen trotzdem gelesen, ich habe nicht viele Bücher in meinem Leben gelesen, ich bin Legastheniker, aber ich habe es trotzdem ganz gelesen, weil die Logik im Umgang mit Sprache, die an dem Beispiel deutlich wurde, so genial war. Und ein Konzept habe ich in unser Feld mit rübergenommen, das ist nämlich das Konzept des Unterschieds zwischen randscharf und kernprägnant. Ich versuche euch dessen Diskurs zu sagen, worum es dabei geht und die Relevanz dieser Veränderung in einem grundsätzlichen Denken aufzuzeigen. Wir alle sind von der Schulbildung wie von der wissenschaftlichen Tradition her geprägt, randscharf uns zu organisieren. Das heißt, wann immer wir genau denken wollen, wollen wir randscharf denken. George Steiner hat aber gesagt, randscharfe Begriffe sind solche, die definitorisch genau von anderen angrenzenden Begriffen abgrenzen lassen. Also ihr kennt alle diesen Reflex, wenn ihr was erklärerisch verstehen wollt, fragt ihr, definier mir doch mal. Ja? Zum Beispiel, definier mir doch mal den Unterschied von Therapie und Beratung. Ja? Und definieren heißt dann Grenzbestimmung. Die Linie zu definieren, bei der das eine aufhört und das andere anfängt. Geht davon aus, dass die Dinge logisch nebeneinander liegen und eindeutig sind. Und dass ich weiß, wie ich die Dinge verstehen kann, wenn ich weiß, wie ich sie unterscheiden kann. Und das heißt, wenn ich weiß, worin die Grenzlinie genau besteht und wie ich damit feststellen kann, ob ich auf dem einen oder auf dem anderen Gebiet bin. Das ist randscharfes Denken und das braucht man in dem naturwissenschaftlichen Denken, wie es von Descartes begründet ist, braucht man das bei uns. Das Problem ist, dass es eine universale Vorstellung von Denkstil geworden ist, obwohl es für viele Bereiche dieses Denkens sich überhaupt nicht eignet. Und George Steiner sagt, wann immer es um Kultur geht, brauchen wir kernprägnante Begriffe. Und kernprägnante Begriffe sind solche, die an den Rändern unscharf werden, jedoch vom Kern oder Wesen des Begriffs her bei allen ein gemeinsames und seelisch vielschichtiges Verständnis auslösen. Also alle Kulturbegriffe sind eigentlich Begriffe, die man an den Rändern nicht definieren kann. Liebe, Freundschaft, Vertrauen. Und trotzdem, wenn wir uns nicht vereinbaren würden, was wir darunter verstehen und wie wir damit umgehen, könnten wir mit dieser Sprache uns nicht über Kultur verständigen. Wenn wir aber, wann immer wir über Kultur sprechen wollen, in diese randscharfe Begriffswelt überwechseln, verfehlen wir von der Art, wie wir miteinander reden wollen, eigentlich die Logik dessen, worüber wir reden wollen. Und ich habe das durch ein Schaubild klar gemacht. Ich war ja in verschiedenen Verbänden immer wieder tätig und da ist immer wieder die Diskussion, wie unterscheiden wir eigentlich Therapie, Training, Beratung und Organisationsentwicklung.
Und auch heute noch, wenn er zum Beispiel die Diskussion um Coaching angeht, was ist jetzt Coaching und was ist Supervision, was ist Unternehmensberatung und was ist Unternehmenscoaching und was wird da nicht für eine Akrobatik ranschar versucht? Und wenn einer sich traut zu sagen, ach wisst ihr, ich nenne es mal so, es kommt darauf an, was ich gerade meine. Wir müssen uns halt darüber verständigen, was ich meine, gilt das als dumm, obwohl das kulturwissenschaftlich gesehen eigentlich genau die richtige Antwort ist. Und am Beispiel Therapie und Beratung kann ich dies, wir haben in der Transaktionsanalysegesellschaft haben über Jahre diskutiert, weil die Therapeuten waren die Besseren, nichts Menschliches ist ihnen fremd, aber es ist auch in Ordnung, wenn Leute nur beraten, aber die müssen irgendwie Menschen zweiter Klasse sein und deswegen müssen wir irgendwie entscheiden, damals war das so, mittlerweile kehrt sich das fast ein bisschen um, aber damals war das so. Und da müssen wir sagen, was die auf keinen Fall dürfen, weil dafür sind die ja nicht genügend qualifiziert, was die Therapeuten dürfen. Zum Beispiel Arbeit mit Regression. Ja, fanden sie alle toll. Also so Regression, wenn man sich vorstellt, liegt auf der Matratze und ist im zweiten Lebensjahr oder noch früher und so. Das sollte, wenn man so Sachen anzettelt, ist nicht schlecht, wenn man eine klinische Ausbildung hat. Aber was ist, wenn ich jemanden frage, sagen Sie mal, wenn ich Sie so agieren sehe, habe ich einen Zirkusdirektor innerlich vor Augen. Was wollten Sie denn als Kind eigentlich mal werden? Und für einen Moment geht er in seine Kindheit und er ist im sechsten Lebensjahr und im Kreis, gedanklich im Kreis seiner Menschen dort um ihn herum und sagt, ja, ich nicht Zirkusdirektor, aber Schausteller, ich will, das hat mich damals so fasziniert. Ja, das ist Regression. Darf das der Berater nicht? Ja? Also taucht regressiv arbeiten dürfen oder nicht regressiv arbeiten dürfen, taucht es, um zu unterscheiden, was ein Berater ist und was ein Therapeut ist, null. Oder um den Preis einer Künstlichkeit, die an Missverständnissen und Klärungsideen kein Ende nimmt. Das Gleiche gilt mit Organisationsentwicklung und Beratung und so weiter. Und jetzt gehen wir ja noch davon aus, dass das Begriffe sind, die auf einer logischen Wirklichkeitsebene liegen, wo nur die Frage ist, wo die Grenzen sind. Bleibe ich im Moment noch auf der Ebene des Alternative, Kernprägnante Bild dazu sieht so aus. Ja, das sind diese Begriffe Beratung, Therapie und Training beschreiben ein Grundverständnis, auf das sich jemand zurückzieht, wenn er priorisieren muss oder wenn er sicherstellen muss, dass er aus dem Fundus arbeitet, den er beherrscht. Und natürlich soll ein Berater da was anderes als ein Therapeut. Es unterscheidet sich nicht am Rand, sondern unterscheidet sich am Grundverständnis, an der Ausbildung, an der Zugehörigkeit zu einem Berufsverband, aus welcher Perspektive heraus er eine einzelne Maßnahme macht, die ein anderer auch machen kann, aber aus einer anderen Verständnis heraus. Also der Hammer definiert sich, obwohl es natürlich unterschiedliche Formen gibt, aber der Hammer definiert sich hauptsächlich durch den Handwerker, der ihn in der Hand hat und nicht durch die Eigenschaft des Hammers. Deswegen. Und deswegen ist, wenn sich jemand in seiner Identität finden will, viel wichtiger, dass er zum Beispiel Fallbeispiele bringt, an denen er sein Selbstverständnis Resonanz hat. Er weiß nicht genau wie, aber sagt, das ist mein Fall, an dem ich zeigen kann, was mir wirklich wichtig ist und was ich wirklich kann. Und die anderen erleben diesen Fall mit und erleben den Menschen bezogen auf diesen Fall und es entsteht in ihnen ein Verständnis, mit wem und was sie es zu tun haben, ohne dass es randscharf definiert werden könnte. Und dann ist natürlich viel wichtiger die Frage des Wies, also wie bringe ich Menschen zusammen, dass sie über kernprägnante Begriffe eine Kulturgemeinschaft bilden, als die Frage, wie kann genau definiert werden, um was es sich handelt, damit man eine Gemeinsamkeit hat. Und dass wir so abgrenzend denkerisch erzogen sind, auch andere Denkstile, zum Beispiel, dass wir in Dualitäten denken, schwarz oder weiß. Und wenn wir was klar machen wollen, machen wir es ganz schwarz und ganz weiß, um den Unterschied deutlich zu machen.
obwohl an den Extremen die Unterscheidung fast immer falsch sind. Ja? Also wir haben nicht gelernt zu sagen, Schwarz unterscheidet sich von Weiß an folgendem Beispiel am ehesten. Ja? Und deswegen, wenn Leute eine geistige Diskussion führen wollen, neigen sie zur Polarisierung. Und das Schlimmste wäre, dass einer gewinnt, weil dann die Extremform von einer Hälfte der Wahrheit die Dominanz gewinnt. Was dann nach einer Zeit einfach die Gegenbewegung, die aber oft genauso extrem ist, sieht. Und die Wahrheit liegt nämlich in den Differenzierungen in der Mitte, und das System versäumt diese Wahrheit, die Differenzierung in dieser Wahrheit als Intelligenz zu entwickeln, und lernt nur eben polemischen Kategorien sich auszutauschen. Und ihr kennt alle Diskussionen, das ist bis zum Erbrechen, dass ewig die gleichen Dinge, die es nicht greifen, worüber man eigentlich reden will, gegeneinander ausgespielt wird. Und wenn der andere blöderweise jetzt mal seine Einseitigkeit nicht okkupiert hat, dann rede ich so, als hätte er das getan, damit ich meine Einseitigkeit dagegen stellen kann. Ihr alle kennt das, dass man Pappkameraden aufbaut, dass man weiß, wohin man schießen muss, auch wenn der andere das gar nicht so gesagt hat. Und in Unternehmen, das hat diese Art zu denken, das ist mir so wichtig, dass ihr das versteht, unser Denkstil kreiert Wirklichkeit. Zum Beispiel, wenn ihr einen neuen Mitarbeiter einstellt, auch in meinem Unternehmen, obwohl die kulturell höchst affin sind zu uns, wenn die unsicher sind, das Erste, was sie wissen wollen, wofür sie alles zuständig sind und wofür nicht, die wollen die Grenzen definiert haben. Oder früher, als ich mit bei Daimler gearbeitet habe, wir haben in Russland ein Projekt gemacht, plötzlich rief mich ein Abteilungsleiter an von einer interkulturellen Zuständigkeit. Von dem hat noch nie jemand was gehört, er macht auch nichts auf dem Gebiet. Aber Grenzverletzungen ahndet er auf jeden Fall. Dann erfährt man überhaupt von denen, dass es die gibt, weil die sind nur damit beschäftigt, ihren Stacheldraht, ihren Stachelzaun zu bewachen. Die halten das für Zuständigkeit. Ich sage immer, die Bewachung der Grenze ersetzt die Bearbeitung des Bodens, der umgrenzt ist. Ne? Und ich habe immer gesagt, Leute, und das war eine Zeit, der hat Bildungsabteilung, klassische Personalarbeit, Personalentwicklung, das waren alles Hochburgen. Das war revolutionär, dass ich eine Weiterbildung gemacht habe, wo Vertreter von diesen verschiedenen Gruppierungen beieinander waren. Ich habe immer gesagt, hört auf mit diesem Blödsinn in Abgrenzung. Findet etwas, was ihr im Wesentlichen macht und gut kennt und was andere verstehen, dass ihr das tut und wofür ihr wichtig seid. Das ist für euer Überleben im Konzern, da wurden die Mittel langsam knapper, viel, viel wichtiger, als wenn ihr sicherstellt, dass euer Gebiet möglichst groß ist, wenn ihr auf dem Gebiet auch gar nichts macht. Das geht nicht auf Dauer. Das sind nicht nur dumme Machtgelüste, das ist deren Denken. Die denken, sie haben sich definiert, wenn sie die Grenzen bestimmt haben. Und sie denken, ihre Integrität würde gesichert, wenn sie die Grenzen bewachen. Natürlich sehr fragil, weil jeder weiß, in dem Augenblick, wo diese Grenzen nicht halten, ist es nichts mehr, was mich ausmacht. Also befestigen sie noch mehr die Grenzen. Wenn die paradigmatisch umdenken können und sagen, nein, das Entscheidende ist, was wir da anbauen. Jeder, der kommt, erlebt sofort, hier lebt was, hier ist was wichtig. Und wenn ich mir sogar eingeladen bin, davon zu profitieren und mich daran anzukoppeln, dann wäre ich doch blöd, dass ich das kaputt mache oder für mich beanspruche, wenn das die viel besser können und ich viel mehr profitiere, wenn ich mit denen zusammenarbeite, als wenn ich deren Aufgabengebiet in Anspruch nehme. Das sichert euch sehr viel mehr. Und das ist ein Teil, Ausfluss von einer Denkschulung, die wir haben. Also, und Kultur, insgesamt kommen wir gleich noch drauf, hat mit einem wesenhaften Denken zu tun und nicht mit einem Abgrenzungsdenken. Und ihr alle kennt Unternehmen, die sind nur, wenn da eine Reorganisation ist, dann sind die nur damit beschäftigt, Claims neu abzustecken und das mit irgendwelchen Begriffen zu rechtfertigen und sich nicht dafür zu interessieren, ja, was für ein Gebiet brauche ich einfach, um das, was ich wirklich kann, dort auch zu beleben. Das ist ja auch Gottes Willen, jeder gute Gärtner sagt dort bloß keinen zu großen Garten. Ich kann ihn nicht bewirtschaften.
Die Fruchtbarkeit meiner Arbeit bestimmt sich nicht durch die Größe des Gartens, sondern durch das, was ich sinnvoll bewirtschaften kann. Aber wie ihr alle wisst, zu manchen Gebieten, das denken da ziemlich anders. Und man versucht es dann auch rechtlich, also die Stacheldrähte sind auch manchmal Franchise-Verträge oder wie auch immer. Dann gibt es noch, ich habe jetzt Beispiele genommen, die dann logisch immer noch auf einer gleichen Ebene liegen. Aber wie ist es, wenn ihr zum Beispiel Training, Beratung, Therapie mit Sinnfindung, Lebensgestaltung kombiniert? Da hat man das Gefühl, oh, das ist auf einer anderen Ebene, aber wir wissen schon nicht mehr, wie wir es eigentlich zu den vorigen ins Verhältnis setzen können. Und dann, wenn wir noch nicht mal wissen, ist das überhaupt auf einer Ebene, die zueinander vergleichbar ist, dann können wir mit dem randscharfen Definition unterscheiden können und dadurch begreifen, wovon ich rede, überhaupt nicht mehr operieren. Und es gibt auch eine wissenschaftstheoretische Benennung dieser Dinge. Das eine sind Systeme, das andere sind Kataloge. Ihr alle kennt Schaubilder, in denen alles, was zum Beispiel eine Organisation ausmacht, da reinkommt. Da sind die Abteilungen, da sind die Leute. Und das ist ein Schaubild, wo du nach einer Weile eine Lupe brauchst, dass du überhaupt noch lesen kannst. Und das hat damit zu tun, dass jemand versucht, ein System grafisch abzubilden. Und ein System versucht, eine randscharfe Ordnung zu schaffen. Das heißt, die Teile dieses Schaubilds sollen so sein, dass die voneinander klar abgegrenzt sind, aber zueinander gefügt sein. Und die versuchen eine Kategorienkonsistenz, also die behaupten, dass die Logik der Begriffe, die darin verwendet werden, irgendwie auf einer gleichen Ebene liegt. Und sie postulieren Vollständigkeit und neigen deswegen zu Kompliziertheit. Und das hat den Nachteil erstens, dass viele Menschen sie gar nicht verstehen. Und es hat vor allen Dingen pragmatisch den Nachteil, so ein Schaubild fällt euch nicht ein in einer Situation, für das ihr es brauchen könntet. Wir machen das so, dass wir Schaubilder verwenden, die maximal 5 Kategorien haben. Lieber 2, 3 oder 4, die anschaulich sind und die einem einfallen, weil sie eine gewisse Isomorphie, also ähnlich Gestalt haben, wie die Situation, die ich antreffe. Also, kleines Beispiel, ich habe ein kleines, sehr einfaches Konzept entwickelt zur Persönlichkeitspsychologie. Ich tue und ich Es-Typen. Ich Es-Typen sind, die in erster Linie die Sache klarkriegen wollen und bezogen auf eine Sache überlegen, mit wem sie. Ja, die ich Es-Typen sind, wer ist da, mit wem kann ich gut und was machen wir dann zusammen. Und wenn ich, du und ich Es-Typen zusammenarbeiten, die können beide Beziehungen gut gestalten, an der Sache gut arbeiten, haben aber völlig andere Hauptpräferenzen und Wege, sich sozusagen in eine Kooperationsfähigkeit zu bringen. Und wenn das aus dem Ruder läuft, dann polarisieren die sich total. Der eine sagt, erst müssen wir in der Sache klar sein, vorher interessiert mich überhaupt nicht, ob du dabei bist oder nicht. Und der andere sagt, erst will ich, dass du mich siehst und mich magst und dann können wir darüber reden, ob wir an der Sache zusammenkommen. Wenn sich das polarisiert hat und dann entsprechend ideologisch untermauert wird, ihr seid die knallharten Typen, denen es nur um den Profit geht, der Mensch ist für euch völlig unbekannt und der sagen, und ihr seid die ewigen Romantiker, die da rumschmusen und einen Arbeitsplatz mit dem Wohnzimmer verwechseln und die nichts zur Leistung erbringen, beitragen, dann ist der Weg sehr weit. Und wenn ich so eine Situation erlebe, zwei, die so miteinander reden, und ich habe ein einfaches Konzept, ich tue ich Es-Typ, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Konzept in mir intuitiv aus meinem Fundus wachgerufen wird, wenn ich die Situation erlebe, einfach sehr viel größer. Deswegen brauchen wir Konzepte, die eine kernprägnante Qualität haben, weil sie intuitiv von selbst in die Situation, sich in der Situation melden. Und es hat große Reichweite für die gesamte Konstruktion unserer Inhaltskonzepte und unserer Didaktik. Also was ich gar nicht mache, und das will ich jetzt damit auch sagen, obwohl es eine gewisse Systematisierung all meiner Konzepte gibt, es sind keine Systeme, sondern es sind das, was man wissenschaftstheoretisch Kataloge nennt.
ein Katalog. Das ist einfach so eine Liste, unter welchen Gesichtspunkten ich zum Beispiel was angucke. Hat es eine Wertequalität? Ist es effizient? Hat es ein gutes Zeitmanagement? Ja? Und ihr merkt sofort, ich könnte randscharf als System diese drei Begriffe, wenn ich hier jetzt in ein logisches, randscharf definiertes System bringen würde, wüsste ich nicht wie. Auf der anderen Seite, jeder dieser Kategorie weckt uns sofort, ja, unter dem Gesichtspunkt sollte es funktionieren und Sinn machen. Ja? Und das ist dann ein Katalog. Und der Katalog erlaubt eine Kernprägnanz. Man kann sich relativ leicht darauf verständigen, welcher Gesichtspunkt gemeint ist damit. Auch wenn man ihn nicht genau klassisch definieren kann. Kataloge erlauben eine Mixtur von Kategorien. Da können psychische Komponenten mit drin sein, da können wirtschaftliche Komponenten mit drin sein, da können marktorientierte Komponenten mit drin sein. Ganz verschiedene logische Kategorien, das ist kein Problem bei einem Katalog. Und die erheben keinen Anspruch auf Konsistenz zueinander. Also die verschiedenen Betrachtungsweisen, die muss ich nicht zueinander klar definieren können. Sondern jede Betrachtungsweise muss eine sinnvolle Betrachtung der Sache ermöglichen, über die ich nachdenken möchte. Und sie erlauben Intuitives und Narratives, erlauben das Sprechen in Bildern, was sich ja mit randscharfen Definitionen gar nicht verträgt. Und kulturelles Begreifen hat fast immer mit innerer Übersetzung mit in Bilder und Narrative zu tun, mit Stories. Es gibt ja ganze Zweige, die sich da entwickeln, wie Storytelling und zusammen Bilder malen, die das stimulieren. Aber ich darf das nicht kombinieren mit einem Systemansatz, also Systemeansatz, sondern muss das mit einem Katalogansatz kombinieren. Jetzt muss ich gar nicht geschwind was vorgreifen. Und die Metapher, die wir dafür verwenden, um den Katalogansatz verständlich zu machen, das sind Scheinwerfer. Also wir wollen eine Sache, sagen wir eine Statue, die ist systemisch gesehen das, wie es in dem Licht, in dem ich es beleuchte, erscheint. Also systemisch ist das so, ist Wirklichkeit immer die des Betrachters. Ja? Ich muss nochmal nachfragen, dann, mein Systembegriff ist irgendwie anders. Also, nicht systemisch, in Systemen, wissenschaftstheoretisch, nicht systemisch. Ja. Systemisch ist zum Beispiel die Aussage, die Wirklichkeit ist immer die des Beobachters. Das heißt, was eine Sache ist, hängt davon ab, aus welcher Perspektive ich sie beleuchte. Ja. Und ich habe euch da jetzt einfach mal ein Beispiel hingemacht, wo ich, wir nehmen ein Ereignis aus der Unternehmenspraxis, sagen wir mal, es kommt in der Supervision, kommt jemand mit so einem Ereignis. Und dann kann ich dort auf dasselbe Ereignis gucken, inwiefern ist das eine Frage von Führung? Eignet sich die Betrachtung Führung, um zu dem Ereignis etwas Relevantes zu sagen? Kann man zum Ereignis etwas besser verstehen und dazulernen unter der Perspektive Führung? Und das kann ich dann mit Lernen und Verantwortung und Wirtschaftlichkeit oder was immer machen. Das heißt, aus den vielen möglichen Betrachtungsweisen, die ich in meinem Katalog habe, und da hat jeder so seine Top Ten in seinem Katalog. Und wenn ihr eure Top Tens eurer bevorzugten Katalogperspektiven mal sammeln würdet, ihr würdet feststellen, die passen sprachlich gar nicht zueinander. Das ist bei jedem anders. Das hat mit seiner Biografie, mit seiner Vorbildung zu tun. Das hat mit der Art von Kunden, mit denen er zu tun hat, die Formate, in denen er arbeitet, zu tun. Wie sich die Top Tens seiner Kataloge konfigurieren. Und das ist auch in Ordnung so. Wichtig ist, kommen wir nachher noch ausführlicher drauf, dass ich in den Rückspiegel gucke, dass ich nicht annehme, dass meine Art, wie ich drangehe, die Sache charakterisiert, sondern dass ich im Rückspiegel sage, es charakterisiert meine Herangehensweise an die Sache. Und dann wird es sofort in dem Sinn systemisch, als dass ein Phänomen immer nur im Kontext derer, die mit dem was machen wollen, interessant ist. Ja? Ja. Das ist ein Problem, wenn ich da drauf gucke und sehe den Scheinwerferkultur.
Ja. Weil so wie ich dich bis jetzt verstanden habe, ist das irgendwie, kann sich mir richtig gut fassen, aber was Größeres oder was dahinter liegt und nicht irgendwie ein Blickpunkt. Ja. Verstehe, du willst jetzt ein System draus machen. Und das will ich ausdrücklich nicht. Und ich sage auch gar nicht, dass Fragen der Führung und Fragen der Kultur verschiedene Dinge sind. Sondern ich kann mir jetzt zum Beispiel angucken, und das tun wir heute, mit welchen Konzepten gehe ich dran, wenn ich es unter Gesichtspunkt Führung angucke. Und mit welchen Konzepten gehe ich dran, wenn ich es aus der Perspektive Kultur angucke? Und es kann natürlich sehr viel, also wenn du dir zwei Scheinwerfer vorstellst, da gibt es einen Bereich, den beide Scheinwerfer beleuchten. Das sind eben nicht verschiedene Dinge. Das ist das Wichtige, dass wir aufhören mit diesem randscharfen Denken. Ja, aber das ist ein schönes Beispiel und du bist ja nur eine geübte Denkerin. Und dass du trotzdem dieser Gewohnheit, dass das eine hierarchische Konsistenz haben soll, verfällt, die ist aber pragmatisch nicht wichtig. Natürlich müssen wir im Einzelfall definieren, was jetzt der Scheinwerferkultur ist. Und jetzt, das sieht ja jetzt noch so aus, als wäre das ein Kranz von festen Scheinwerfern gleicher Qualität. Wenn ihr jetzt mal ein Theater anguckt, die haben Breitscheinwerfer, die haben Bodenscheinwerfer, die haben Spotlights, die haben fluoreszierende Röhren. Die Logik dieser Art der Betrachtungsweisen, schon technisch, ist ganz vielfältig. Und das stört die gar nicht, dass das Ding von der fluoreszierenden Röhre und von einem Spotscheinwerfer gleichzeitig angestrahlt ist. Das Ding bleibt ja dasselbe. Und dann kann man gucken, was bringt die fluoreszierende Röhre zum Vorschein und was bringt das Spotlight zum Vorschein. Und wenn man es kombiniert, was sieht man dann mehr oder anders, als wenn man nur eins von beiden einschaltet? Ja? Genau. Was ich mir als System abgebildet habe, über mein Grundverständnis, was mir wichtig ist, wie ich das. Die Natur des Scheinwerfers entscheidet über das Licht, in dem ich dann die Sache sehe. Genau. Ja? Also, dass jetzt nicht klar, wie das trennscharf ist. Also was, das ist nicht trennscharf. Ist nicht trennscharf. Weil das System kommt ja dann aber durch die hinterste Loch da rein. Wenn ich mit meinem Katalog los. Nein, ich kann jetzt sagen. Nee, also spielen wir es mal durch. Du willst jetzt sagen, okay, ich brauche einen Scheinwerfer, der diese Sache in einem ganz bestimmten Licht zeigt. Ja? Dann fange ich an, über die Natur des Scheinwerfers nachzudenken. Und du wirst sehen, auch das ist nicht einfach und trennscharf. Also selbst im technischen Bereich, da geht es um Lichtfrequenzen, da geht es um Farbspektren, da geht es um, wenn du darüber nachdenkst, ein Theater so zu beleuchten, da geht es um Energieverbrauch, da geht es um Softwaresteuerung, da geht es um Handhabung. Also auch das ist eine ganze Welt bei der Frage, wie beschreibe ich eigentlich, um was für einen Scheinwerfer es sich da handelt. Also es ist genauso vielfältig wie die Vielfalt dessen, was ich aus verschiedenen Scheinwerfersicht danach sehe. Also das ist meist nicht weniger komplex. Jetzt habe ich ein technisches Bild mit dem Scheinwerfer. Wenn das ein Mensch ist, dann ist ja, kommt die komplette Frage des Menschenbilds rein. Welcher seiner Seinsweisen muss ich denn einbeziehen, wenn ich verstehen will, wie er mit einer Führungskraft arbeitet? Warum geht der so dran und nicht anders? Ist da noch was um? Ja, ist aber okay. Darum kann ich jetzt eben. Und da wollte ich nochmal kurz, weil ich das Schaubild gleich nochmal verwenden will, um euch auf eines meiner Konzepte, nämlich das Perspektivenereignismodell hinzuweisen. Auch ein ganzes Kapitel im Buch. In dem grünen Buch war das, glaube ich, der Moden. Also das über Organisationsentwicklung. Wir alle haben gelernt,
das, was sich uns darstellt, als Objekte zu sehen, also als Dinge. Und wenn wir sagen, das ist da hat jemand eine Depression, da wird also etwas, was eine sehr komplexe Erlebensform ist, zu einem Ding erklärt. Es ist eine Depression. Wir müssen zumindest schon mal auflösen und sagen, da verhält sich jemand in ganz bestimmten Weisen, auf das wir das Etikett Depression tun. Und jetzt müssen wir mal darüber reden, welches Spektrum von Verhaltensweisen fällt überhaupt unter das Etikett und welche nicht. Da sind wir noch randscharf unterwegs. Es fragt also nach Eigenschaften, wie muss jemand sein, damit ich ihn dieser Kategorie zuordne. Es fragt nach Ordnungen und man fragt nach impliziten Gesetzmäßigkeiten. Wenn jemand depressiv ist, wie kann ich dann aus dieser Depressivität erklären, wie er sich verhält und wie hängt das mit allem zusammen. Das ist die Welt der Verdinglichung meiner Wahrnehmung. Und was wir tun, ist das Rückübersetzen eigentlich in Betrachtungsweisen. Also ein Beispiel der Depression. Was versuche ich in den Blick zu nehmen, wenn ich mir überlege, ob jemand depressiv ist? Was interessiert mich daran überhaupt? Welches Konzept habe ich davon, um zu entscheiden, ist er depressiv oder nicht depressiv? Welches Verständnis habe ich davon, wie man das überhaupt entscheiden kann? Und wenn ich zum einen oder anderen Schluss komme, was will ich dann mit dem Ergebnis machen? Weil es macht ja nur Sinn, dass ich die Perspektiven einnehme, mit denen ich nachher irgendwas sinnvoll tun kann. Wenn ich unterscheiden will, ist es psychisch oder ist es somatisch? Wenn es somatisch ist, kriegt er Pillen und wenn es psychisch ist, schicke ich ihn in die Klapse oder zum Therapeuten. Das ist dann sehr schematisch und stattdessen muss ich mir überlegen, der Informationsbegriff im Systemischen ist, ich identifiziere einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Und der Unterschied, den es macht, macht es immer für denjenigen, der die Sache beschreibt. Das heißt, warum ist es für mich eigentlich interessant, zum Schluss zu kommen, ob derjenige eher depressiv ist oder nicht? Also zum Beispiel, es ist für mich dadurch interessant, wenn ich glaube, er ist eher depressiv, heißt es, dass er im Moment in seiner Schwingungsfähigkeit intern und auch durchaus gehirngesteuert im Moment so vermindert ist, dass ich im Moment nicht beurteilen kann, ob er im Prinzip gut beziehungsfähig ist oder nicht. Weil wenn er nicht in dieser depressiven Phase ist, kann sein, dass er sehr wohl beziehungsfähig ist. Das ist also nicht generalisierbar. Deswegen will ich den Unterschied im Moment machen, um zum Beispiel zu entscheiden, ist er für eine beziehungsintensive Tätigkeit im Unternehmen geeignet oder nicht. Wenn ich zum Schluss komme, im Prinzip ist er ganz gut beziehungsfähig, aber er ist im Moment so belastet, dass er das nicht zur Verfügung hat und ich erkläre mir die Minderung mit dem Etikett Depression und ich erkläre mir die depressive Verstimmtheit, dass er im Moment belastet ist, weil ein enger Familienangehöriger gestorben ist und er im Moment einfach Schlafstörungen hat und so weiter, dann kann ich daraus Perspektiven, die für mich Urteils- und Handlungsmöglichkeiten bereitstellen, machen. Und durch die Auflösung von Eigenschaften entstehen wieder Beziehungen und Nachdenken über Steuerung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir anstatt ohne zu merken, aus unseren Perspektiven Eigenschaften machen, diese Eigenschaften wieder in Betrachtungsweisen und warum und wie ich betrachte, zurück zu übersetzen. Und heute Morgen habe ich es mit dem Volker auf der Herbert besprochen, habe ihm dringend empfohlen, in einem Projekt, von dem er gerade redet hat, wo da der Vorstand 2 Stunden lang Themen, die er hat, oder Ereignisse, oder die er verändern möchte, oder die so nicht länger gehen, aufgezählt hat, am Schluss sind sie alle drin ersoffen. Nicht nur, dass einfach ein Wust an Problemen erzeugt wurde, der im Moment gar keine, der einfach nur Handlungsunfähigkeit erzeugt, ist darin auch eine Denkverwirrung, die zusätzlich belastet. Und um die aufzulösen, habe ich das Perspektiven-Ereignismodell. Ihr findet das bei uns, also als Kapitel und bei uns auf der Website. Das heißt, es ist gut, entweder in Perspektiven
oder in Ereignissen zu denken. Aber nicht dieser ständige Mix, der sagt, wir haben ein Problem, dass bei uns Führung keine Autorität hat. Zum Beispiel das internationale Mitarbeitertreffen mit 300 Leuten, da haben wir Folgendes gemacht und das ist ganz schlecht gelaufen, das muss dringend geändert werden. Da haben wir jetzt ein Ereignis, in dem was anders werden soll, aber wir haben gleichzeitig eine Perspektive. Wir wollen irgendwie, dass Führungsautorität bei uns eine neue Qualität kriegt. Und das wird jetzt irgendwie mit dem Ereignis verbunden und dann rede ich mal darüber, ja, was meinst du eigentlich mit Autorität in der Führung? Der wird über Perspektiven diskutiert und der andere sagt, ja, was meinst du, wie soll man das Ereignis anders organisieren, damit es besser läuft? Und wenn man da dauernd hin und her hüpft, schafft es zusätzliche Knoten im Kopf und das ist wichtig. Und das ist aber sehr verbreitet und das ist wichtig, den Leuten zu sagen, der Standbein, Spielbein, entweder ihr entscheidet, dass ihr eine Perspektive durchdenken wollt, also Autorität in der Führung verbessern, dann lass uns die Perspektive differenzieren, was zum Beispiel, was sind Kernprägnanten, was sind Beispiele, wo das gut funktioniert, müssen wir nicht definieren, aber was sind Beispiele, in denen es gut funktioniert und was sind Beispiele, wo es nicht gut funktioniert. Und zum Teil können wir aus dem Vergleich dieser Beispiele benennen, was wir beispielsweise meinen. Jeder kriegt ein Gefühl dafür, wenn die Beispiele gut gewählt sind, was gemeint ist, auch wenn man es nicht genau definieren kann. Und dann kann man sagen, und das, was dir da fehlt oder was du da verbessern willst, auf welchen Bühnen, wir arbeiten viel mit der Theatermetapher, in welchen Ereignissen findet das denn statt? Ja? Und dann sagt er, ja, zum Beispiel, wenn ich Teamsitzung mache und ich mache einen Vorschlag, jeder soll kurz was vorstellen und das, ab dem zweiten schon, obwohl ich mahne, schwätzt jeder über irgendwas, aber nicht das, was ich vorgegeben habe. Und sag, okay, und du würdest dieses Ereignis, du verstehst, das beleuchtest das jetzt, Scheinwerfer, und am Gesichtspunkt, da wird dir nicht genügend Autorität zugeschrieben, dass die Leute bereit sind, die Selbststeuerungsvorgabe, die Rahmung, die du machst, für sich beizubehalten. Das ist für dich eine Kategorie von Autorität haben. Wenn das so ist, dann lass uns darüber überlegen, also erstens, ob das andere auch so verstehen, dann kann man überhaupt erstmal abgleichen, ob die Art von Beschreibung eine Gemeinschaftswirklichkeit werden kann und sagen, ja, tatsächlich, mir geht es da so, das passiert ja nichts, wenn ich mich daran nicht halte und ich habe eigentlich ganz andere Interessen hier und wenn ich die verfolge, läuft das auch, dann könnte man sagen, ja, tatsächlich, das könnte man beschreiben als, da ist man sich nicht einig, wie viel Autorität, und das ist ja eine Beziehung, Autorität, nötig ist und die klären nicht für sich, was brauchen sie, damit sie den autorisieren, dass sie sich auch an Vorgaben halten und der klärt nicht für sich, was möchte ich denn tun, dass in einem Gesichtspunkt Stärkung von Führungsautorität die Situation sich verbessert. Und dann kann man, wenn man sagt, jetzt haben wir eine Kategorie, und dann kann man jetzt überlegen, an diesem Beispiel, was kann man tun, wie kann man das Ereignis uminszenieren, damit Führungsautorität gestärkt wird. Und weil wir ja immer in Kontexten denken, und das ist nicht das einzige Ereignis, Kulturgewohnheiten bezogen auf Führung prägen. Welche Ereignisse müssten wir noch uminszenieren, dass diese Kulturkomponente über mehrere Ereignisse hinweg nach und nach gestärkt wird. Also ich denke in einer Perspektive und über das ganze Kaleidoskop von Ereignissen, die ich unter dem Gesichtspunkt ein Stück uminszenieren muss, um meine Perspektive, aus der Sicht meiner Perspektive etwas zu verbessern. Das ist eine Strategie des Denkens. Die andere Strategie des Denkens ist, okay, da gibt es ein Ereignis, das läuft jedes Mal scheiße. Nehmen wir diese Teamsitzung. Würde man dann jetzt fragen, bevor wir es uminszenieren, lass uns doch erstmal überlegen, was muss dieses Ereignis eigentlich leisten? Und dann sagt er, ja, es muss Kontakt leisten, es muss angemessenen Austausch leisten, es muss leisten, dass die Leute bei der Gelegenheit sich knapp halten. Es ist in unserem Unternehmen sowieso immer so, dass jeder irgendwie redet und niemand sich selbst diszipliniert oder andere zur Disziplin anhält. Also
es sollte eigentlich, wenn man sonst schon wenig Übungen, wenigstens in der Teamsitzung, weil wir uns ja nur alle 4 Wochen für 3 Stunden sehen, Disziplin geübt werden. Das heißt, es werden jetzt zu einem Ereignis ganz verschiedene Perspektiven, die gleichzeitig in diesem Ereignis gut versorgt sein sollten, definiert. Und jetzt lass uns über, und dann gibt es noch Perspektiven, die fallen völlig hinten runter. Zum Beispiel Konfrontation, dass man sich auch sagt, was schwierig findet und sich damit auseinandersetzt. Und dann kann man dieses eine Ereignis überlegen, welche Perspektiven muss in dem Ereignis gut inszeniert sein und wie kann man, welche weiteren Perspektiven sollte dieses Ereignis noch tragen, wenn es geht. Man kann natürlich auch nicht eine und dieselbe Inszenierung kann auch nicht alle Dinge transportieren. Da muss man auch irgendeine Ökonomie entwickeln, was ein Ereignis leisten kann. Und wenn ein Ereignis gleichzeitig leisten soll, man redet mal wieder miteinander, man erkundigt sich, wie es den Kindern geht. Man will Ruppigkeiten, die man miteinander gemacht hat, bei der Gelegenheit vielleicht irgendwie wieder ausüben. Will aber gleichzeitig klären, ob man strategisch eigentlich mit dem Beispiel, wie jeder arbeitet, auf dem Weg ist und so und hat 2 Stunden, dann ist das Ereignis einfach mit Perspektiven, die dort zur Inszenierung gebracht werden, total überlastet. Dann muss man überlegen, dass man verschiedene Ereignisse kreiert, die jeweils von der Ökonomie her auch diese Perspektiven auch transportieren können. Man kann oft auch kombinieren, also viel Sinnhaftigkeit erzeugen. Das ist eine Frage einer klugen Didaktik, dass dasselbe Ereignis ganz viele Perspektiven gleichzeitig bedient. Das ist die Ökonomie der Kultur. Aber man kann es natürlich auch, was viele Unternehmen versuchen, man kann nicht auf derselben Bühne 6 Stücke gleichzeitig spielen. Und dieselben Schauspieler können nicht in 6 Stücken gleichzeitig spielen, was manchmal so geplant ist in Unternehmen. Also Perspektiven, Ereignismodell und diese vielen kleinen Scheinwerfer, die ihr hier auf dem Schaubild haben, die zeigen sozusagen mögliche Perspektiven aus Katalogen, die Leute halt als Interesse in die Klärung mitbringen könnten, die mit diesen Begriffen gar nicht abgedeckt sind. Dann räumen wir die einfach ab und stellen das Ganze ins Licht ganz anderer Scheinwerfer. Manchmal stellen wir fest, die Beleuchtung ist eigentlich die gleiche, das Ding heißt nur anders. Dann auch ganz gut. Also, Metaperspektiven, also ich habe zum einen nochmal darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, kernprägnant sich zu organisieren im Denken, entgegen unseren sehr verbreiteten Gewohnheiten. Ich habe daran erinnert, dass es wichtig ist, dass wir, und wir alle sind da sozialisiert, dass wir nicht in die Reifizierung, also die Verdinglichung von Betrachtungsweisen verfallen, weil wir dann denken, es ist eine Eigenschaft der Welt und nicht sehen, das ist eine Eigenschaft unserer Betrachtung, dass wir uns üben, kluge Kataloge zuzulassen, uns darüber zu unterhalten und dass wir nicht versuchen, wenn wir gründlich werden, in Systeme zu gehen, weil Systeme ganz andere Logiken von begreifen wollen, hervorbringen, mit denen wir in der Regel pragmatisch nicht arbeiten können. So, das waren die Metaperspektiven. Das ist jetzt natürlich ziemlich abstrakt. Wie geht es denn euch damit? Gut, das erleichtert mich. Das ist sozusagen die höchste Flughöhe. Ich muss noch ein bisschen reinfliegen. Ja, jetzt legen wir erstmal in die Kultur rein. Ja. Ich denke gerade an so einen Kunden, der so ganz besonders randstark ist. Also, ja. Wir auch ein Angebot, auch Punkt und Komma nochmal so Telefon nehmen und so. Und jetzt wollen wir mit denen über das Thema Kultur sprechen. Ja. Und so richtig tief in diesen Austausch gehen. Und ich muss jetzt schon schmunzeln, wie ich mir das vorstellen soll, weil jetzt ja. Lerne ich hier, das finde ich ja auch nachvollziehbar, man soll kernbekannt sein. Und wie macht man das, dass man solchen ja. Kunden von der Randstärke kommt? Hast du ja, ja. Also wenn ich sozusagen kumpelhaft einfach mit einer
mit dem Trick antworten darf. Ja, das ist eine das versucht wird, ist ein typischer Ausfluss von Polarisierung. Der ist ganz auf der einen Seite und dann wollen die sozusagen mit einem Sprung auf die andere Seite. Was in der Regel, da gibt es eine Distanz, die nicht zu überbrücken ist. Und die kannst du auch du nicht für ihn machen. Wir arbeiten da mit etwas, was ich trojanische Pferde nenne. Ich sage, lassen Sie uns ruhig beim Randschafen erstmal bleiben. Wir wollen wissen, wovon wir sprechen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, wir brauchen Beispiele, anhand deren wir uns relativ schnell verständigen können, ob wir überhaupt vom Gleichen sprechen oder nicht, ob jeder diese Beispiele gleich beurteilt und was er an diesen Beispielen gut findet oder nicht gut findet, in welche Richtung er gerne was anders machen wollen. Also nicht über Kategorien mit so jemandem sprechen, sondern dadurch, dass du am Beispiel, das ja ein Ereignis ist, das ganz komplexe Kategorien hat, die alle irgendwie unter Kultur gefasst werden könnten, lädst du ein, über ganz konkretes Erfahrungsorientiertes zu sprechen. Und das ist eigentlich in der Regel auch der Einstieg in Kulturarbeit. Also kollegiale Beratung, wirklich Austausch, wovon spreche ich eigentlich, wie verstehe ich das, was ich da erlebe, verstehen andere, was sie da erleben, dass sie überhaupt in irgendeine Art von Austausch kommen, in einem Modus und in einer Sprache, mit dem man überhaupt über Kultur sprechen kann. Und das ist, Kultur ist von daher immer beispielhaft. Also wenn du kategorisch über Kultur sprichst, kriegst du diese Sonntagsereignisse. Welche Werte wollen wir haben? Oder du lässt es sogar noch von einer Werbeagentur machen.